Servus, ihr Lieben. Es ist Samstag. Es sind 19 Grad laut Thermometer. Es fühlt sich ein bisschen kühler an. Im T-Shirt und Shorts unterwegs. Das ist so geil. Das ist der Wahnsinn. Und ich freue mich. Ich habe Zeit und ich bin mal gespannt und würde mich jetzt freuen, richtig tolle Sachen zu finden auf der Ackerfläche. Schauen wir doch mal. Super. Dann baue ich jetzt mal alles zusammen und dann sehen wir uns gleich auf der Ackerfläche. Es ist Halloween, der 31. Oktober. Und ich stehe in Shorts auf dem Acker. Das ist echt Wahnsinn. Mit mir habe ich den Apex wieder von Garrett, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Den Digger Spaten, den NX5 und die orange Möhre von Garrett, den Pinpointer Pro AT. Und yo, ich bin echt gespannt. Das Wetter ist super. Ich habe Zeit. Die Sonne ist mir ein bisschen länger heute. Und da würde ich mal sagen, legen wir gleich mal los. Und dann hören wir uns beim ersten Fund. Also wünsche mir gut Fund und los geht's. So, und das erste Signal, erste gute Signal ist das Ding hier. Ich habe es mit der Zahnbürste schon sauber gemacht. Sieht interessant aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist hinten auf alle Fälle flach. Und vorne ist irgendwas drauf. Keine Ahnung, werde ich dann später in der Fundzusammenfassung sauber machen. Ein super Signal, 66 war es, glaube ich. Und richtig schön hoher Ton. Bin mal gespannt, was das ist. Weiter geht's. So, und das nächste Runde. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe es nur gerade hier aus dem Barz befreit, den ich von darüber gezogen habe. Schauen wir uns zusammen an. Ich habe es, wie gesagt, oh, das fühlt sich nach einem heiligen Anhänger an. Und ich mache mal den aktuellen Stand scharf. Jo, das sieht nach einem heiligen Anhänger aus. Sehr schön. Der erste heiligen Anhänger. Mit dem Apex. Oh, cool. Da oben scheint sogar noch ein Stück Öse von der Kette dran zu sein. Ja, geil. Ich liebe heiligen Anhänger. Sehr schön. Man sieht ein Gesicht drauf. Und hinten anscheinend, oder denke mal, die Jungfrau Maria. Ja, sehr geil. Cool. Ha, schön. Da ist ein Regenwurm, der sich gerade verkriecht. So, ich habe es ein bisschen weiter gerubbelt und es ist tatsächlich oben noch eine Öse mit dran. Also die eigentliche Öse und dann nochmal so ein Glied von der Kette. Sehr schön, super, sowas gefällt mir. Sehr geil, weiter geht's. So, und der nächste Fund. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Fingerring ist. Ich gehe mal in die Sonne, drehe mich mal darüber. Ich habe es schon sauber gemacht. Weil die Größe wird passen und er ist auch schön rund, also sag ich mal irgendein armer Ring, also der ist jetzt nicht aus Gold oder irgendwas. Er ist sehr schön gefertigt und ich würde sagen, das ist ein Ring, also wirklich ein Ring von einem Mädchen, vermute ich mal, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, sehr schön, das ist toll, das ist echt super. Wenn ich den sauber gemacht habe, bin ich mal gespannt, ob man, vielleicht steht da irgendwas drauf oder ist ein bisschen verziert. Sehr gut, gefällt mir, der erste Ring mit dem Apex. Cool, weiter geht's. Der nächste Fund, der hat mich reingelegt. Ich habe gedacht, eine geile alte Silbermünze. Aber es ist, oh, scheiß Viecher, es ist, denke mal, Teil von einem Knopf. Kann auch ein Verschluss von irgendwas mal gewesen sein. Mann, hat mich der jetzt reingelegt. So ein Schlingel. Cool, weiter geht's. So, und der nächste Fund, gleich in der Nähe von dem gerade eben. Und zwar etwas Verziertes. Mach's mal scharf. Es ist feste, also Blei ist es nicht. Kannst nicht biegen. Jo, sehr schön. Könnte alles Mögliche gewesen sein. Denk mal, Pferdezierzeug. Aber es ist was Schönes, verziertes, altes. Super, weiter geht's. So, das war eine Spinne. Die muss ich schnell wegblasen. Schon wieder ein merkwürdiger Fund. Erst habe ich gedacht, das ist von einer Patronenhülse der Schlagboden. Aber es scheint irgendwie noch mehr da irgendwie drauf zu stehen oder verziert zu sein. Und der Rand schimmert auch interessant durch. Da bin ich mal gespannt, was das ist, wenn ich das gereinigt habe. Cool, schön klein und rund. Das war echt Wahnsinn, der ist so sauber geortet worden und das lag einigermaßen tief. Also das, sehr gut, cool, weiter geht's. So, jetzt habe ich den saufenden Soldaten gefunden. Sehr geil.
Eine Bleifigur. Ich habe schon lange keine Zinn- oder Bleifigur mehr hier gefunden. Es sieht tatsächlich so aus, als wenn er sich gerade eine halbe rein gurgelt, aber ich glaube, das sollte eher eine Trompete sein oder irgendwas. Total verbogen. Ich habe es ein bisschen gerade gebogen. Am Anfang habe ich gedacht, ui, was ist das? Saugeil. Sowas finde ich immer super. Ihr seht, die Füße sind plattgewalzt worden und dann ist die Bodenplatte, auf der er eigentlich steht, auch sauber mit umgeknickt worden. Sehr schön. Sowas finde ich immer wieder geil. Also das ist einfach ein geiler Fund. Spricht auch immer wieder für das Alter dieses Ackers. Das ist echt interessant, was man hier alles findet. Und einfach toll. Ich freue mich. Endlich mal wieder so eine schöne Figur. Weiter geht's. Also für alle, die es noch nicht gemerkt haben, der Garrett Apex und ich, wir sind in der Zwischenzeit beste Freunde geworden. Ihr seht die Funde, die ich mit dem finde. Es ist einfach ein Traum. Jetzt habe ich hier mit dem Apex den ersten Löffel oder Gabel Teil gefunden, sehr leicht, nichts Wertvolles, aber immerhin, es sind Sachen, die ich genauso mit dem Orks und anderen Detektoren auch gefunden habe. Und es freut mich, dass wir uns das endlich verstehen. Und wie gesagt, wir sind beste Freunde geworden. Jo, sehr schön, sehr toll, freut mich. Und da stelle ich mir immer vor, dass dann irgendein Kind mit dem Vater vielleicht hier im Feld saß. Das Kind hat mit den Zinnsoldaten, Bleisoldaten gespielt. Der Vater hat sie hier gerade an Krautsalat reingepfiffen. Und dann ist beides verloren gegangen. Sehr schön. Saugeil. Super. Weiter geht's. So, dann kommen wir mal zur Fundzusammenfassung. Und ich habe jetzt nach 2 Stunden aufgehört. Der Acker ist sehr uneben gewesen und das war wirklich anstrengend. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe tolle Sachen gefunden für 2 Stunden. Leider muss ich jetzt hier schon auf einer Parkbank filmen, weil die ganzen Biergärten und auch wo ich jetzt zuletzt im Supermarkt immer war, ist alles wegen Corona schon zu weggeräumt. Das ist echt zum Kotzen. Mich kotzt es wirklich an. Schauen wir uns die Sachen an. Und zwar was richtig Geiles. Ich liebe meine heiligen Anhänger. Das ist auch dieser heiligen Anhänger. Ich hole uns mal die Lupe dazu. Dann können wir uns das noch besser angucken. Ihr seht hier, auf der einen Seite ist Jesus drauf. Sehr schön. Und wie gesagt, oben ist sogar noch ein Kettenglied da von der Kette, wo der mal festgemacht war. Und auf der anderen Seite ist, wie ich es vorher schon vermutet habe, er dreht sich gerade nicht, ist die Jungfrau Maria zu sehen. Ist sehr schön. Also wirklich eine geile Patina. Schaut sich mal die Farbe an. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich super schön. Mit dem Tag der Öse auch noch. Ganz toll. Super. Also echt der Fund des Tages für mich. Dann natürlich der saufende Soldat, wie ich ihn genannt habe. Also ich zeige euch hier mal mit der Lupe. Super schön mit Tornister und allem drum und dran. Sehr geil. Geiler Fund. Sowas freut mich immer wieder, das ist einfach toll. Zeitzeugnisse, herrlich. Dann, das ist tatsächlich kein Patronenboden und auch keine Münze, was ich vielleicht gehofft habe, sondern da steht tatsächlich unten ein Boss drauf. Das ist ein Hugo Boss Knopfteil. Was das ist, ich habe keine Ahnung. Also, wenn jemand da eine Idee hat, was das sein könnte, es ist relativ dick, ist schön gearbeitet und in der Mitte ist so eine Kerbe drin. Vielleicht ist sogar noch mehr, das sieht zum Teil aus wie ein Kreuz auch. Also wenn da jemand eine Idee hat, was das sein könnte, würde es mich sehr interessieren. Sehr interessant. Und das andere ist tatsächlich ein primitiver, einfacher Ring, der aber wirklich ein Ring ist. Also keine, was ich sonst finde, diese komischen Unterlegscheiben oder sowas. Und ich tippe mal auf ein Mädchen-Damenring. Jo, sehr schön. So, und was ich noch gefunden habe, das ist das hier. Und zwar, stellen wir das mal scharf, hier drüben ein Bleiklumpen, irgendwas, irgendwas, warum soll ich das filmen? Langweilt jeden, wenn man sowas zeigt. Und dann natürlich hier von der Gabel oder von einem Löffel das Rückteil. Ja, sehr schön. Hat mich echt gefreut. Heiligenanhänger, der Fund des Tages. So, jetzt erstmal Prost auf euch. Lasst euch durch die aktuelle Situation nicht die Laune verderben, es ist echt zum Kotzen. Das kotzt mich an. Ich kenne so viele Pächter, Kneipeninhaber und so weiter, die alle wirklich die Zeit jetzt genutzt haben, viel Geld in die Hand genommen haben, um alles, auch Restaurantbesitzer, um alles Corona-konform zu machen. Und unsere Politik entscheidet sich dafür, einfach alles wieder zuzumachen. Was für ein Scheiß. Wenn man hinschaut, wie dicht und eng die Leute in den Bussen, die hier vorbeifahren, drin sitzen, in Zügen, in Flugzeugen. Und ich verstehe es nicht. Die sind eh schon am Boden, die ganzen Kneipen, Restaurantbesitzer. Und ihr habt mein absolutes Mitgefühl.
Tut mir echt leid, dass unsere Politik solche Fehlentscheidungen trifft. Ich finde das einfach nur lächerlich. Ist echt schade. Naja, wollen wir nicht mehr drüber reden. Prost an der Stelle erstmal. Genau. Ich hoffe, das Ganze nimmt bald ein positives Ende. Und ich hoffe auch, dass sich dazu, jetzt bin ich schon wieder bei dem Thema, sich dazu entscheiden, das Ganze jetzt nicht bis Dezember zuzuziehen. Oh, ich hole euch mal so her. Das ist irgendwie anstrengend auch für mich. Jo, hock hier an der Kirche. Also, da drüben ist eine Kirche und hier entfernt so ein kleiner Art Park. Und die Leute machen schon nur einen Bogen um mich herum. Wahrscheinlich sehe ich so furchteinflößend aus. Na, das ist einfach schlimm. Wie gesagt, Sondeln, yes, macht Spaß. Mit dem Apex, ein toller Detektor. Bin super zufrieden mit dem. Die Kleinteileempfindlichkeit, ihr seht es ja an den Teilen, ist immens. Es macht Spaß. Ich verstehe ihn jetzt endlich. Und wie gesagt, irgendwann, wenn ich ganz sicher bin, werde ich euch mein Programm verraten. Genau, ansonsten mal gucken. Also jetzt kommt wieder die Woche und ich bin ja im Homeoffice. Und bis ich dann fertig bin, Feierabend, wird es nichts mehr im Sonnen, weil es wird so schnell dunkel draußen. Und ich habe leider tagsüber geht's nicht. Das heißt, nächstes Wochenende, wenn das Wetter schön ist, bin ich dann wieder beim Sonneln. Morgen regnet schon wieder. Deswegen habe ich den Tag heute genutzt und ich, ja, schauen wir mal. Ich wünsche euch auf alle Fälle immer gut Fund, bleibt gesund, denkt positiv und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, haut's rein, Servus an der Stelle nochmal ein Prost auf euch mit dem guten Augustiner. Lasst es euch schmecken und Halloween ist heute, genau. Schönes Halloween für alle, die Halloween noch feiern. Viel Spaß dabei, macht's es gut, Servus.